メインイベント K1 ルール3 minutes 5 round ディニス・レイン vs アンディ・フェッグ。デニス・レイン35戦31勝昨年 K1 リベンジで佐竹と戦ったハードパンチャーである。軍隊でムエタイのインストラクターをしていたこともあるという不気味な存在。今回は佐竹戦より10キロ以上体重を落としリニューアルしてフグに挑む。鉄人アンディ・フグ、桁外れのパワー、冴える技、最強の空手家と言われた男。彼が格闘技の頂点を目指し進む今、一つの壁を前にしている。それは空手家がキックスタイルを取り入れる時にぶつかる熱い壁である。K1 グランプリ決勝トーナメントでは鮮やかな KO で復活戦に勝ったものの、依然彼の気分は晴れなかった。しかしフグは決して諦めていない。岩尾にぶつかる波が度重なるごとにその強さを増すごとく、フグは再び王者として立ち上がってくれるに違いない。そして多くのファンたちは王者としてのフグが見せてくれる夢を待ち望んでいく。夜空に輝く星を仰ぐ。
Für mich war es sehr wichtig, diesen Kampf zu gewinnen, weil ich bin der große Star in der Schweiz, in Europa. Jeder schaut auf mich und es war für mich sehr wichtig, diesen Kampf zu gewinnen. Ich habe diesen Kampf gewonnen. Es war für mich sicherlich nicht einfach, weil er war in einer sehr guten Form. Aber ich habe diesen Kampf gewonnen und ich war sehr glücklich. Und wir werden nach vorne schauen. この1ヶ月後、日本においてフグはホーストと対戦。今までの彼とは違う戦いを見せてくれた。鉄人は今、壁を破りつつある。Der Weltmeistergürtel, der old and new world champion from Switzerland, aus der Schweiz, Andy Huf. There's a way. Also es war für sie etwas Unglaubliches, also es war eine Stimmung, die man nicht beschreiben kann. Es war das erste Mal, dass sie eine solche Professionalität gesehen haben und jeder war total überrascht und es war eigentlich am nächsten Tag das Gesprächsthema Nummer 1 in der ganzen Schweiz und ich glaube auch, dass ich einer der bekanntesten Sportler in der Schweiz geworden bin und es ist natürlich unglaublich. Also die Erfahrung war natürlich sehr groß. Es hat eigentlich alles geklappt, was wir wollten. Wir haben eigentlich das erreicht, was wir wollten. Und es war eine sehr große und gute Erfahrung. Und wir werden es weiterführen in der Schweiz. Also es hat eigentlich nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa hat es ein sehr großes Echo gegeben. Und wir werden Kiban Fight Night in ganz Europa verbreiten. Together as we join.